machen heute ein kleines Video, wo Flipflap mit dabei ist. Warte, ich muss kurz mal sagen, da liegt Geld unten. Und wir sind hier gerade in Flipflap-Box, der Beinchen bei mir. Ich habe mich angegriffen, aber man fühlt ja gar nicht, weil er noch gar keine Zähne hat. Also kann man sich ruhig mal knabbern lassen, aber bei Hondi ist das ein guter Schuh, ein bisschen weh. Und der letzte Zahl hat sich Flipflap vom Fuß getan, glaube ich. Und wir fahren morgen nochmal nach Crema. Da mache ich noch ein Video für euch. Da suchen wir zusammen einen Fohlenhalfter aus. Ihr könnt mal in den Kommentaren schreiben, was ihr für ein schönes Fohlenhalfter findet. Und welcher Farbe. Da ist er gerade schon, der riecht mich an. Und Rudi ist jetzt neidisch. Da. Rudi ist jetzt ganz klar. Mama macht noch ein paar Videos im Internet. Ich bin ja heute bei einem. Wo war das nochmal? Geländestrecke. Geländestrecke in Holzerode. In Holzerode. Bin ich so ein paar Sprünge mit Rudi geritten und dann durchs Wasser. Der war blitzeschnell. Richtig schnell. Flipflop schiebt jetzt immer Rudi beiseite, weil er nicht möchte. Jetzt machen Holly immer Flipflop voll. Hat er schon eben gerade gemacht. So richtig rückwärts und dann geschoben. Und sonst? Ja, Flipflop. Ich habe schon mal Milch probiert. Schmeckt ein bisschen nach Vanille, finde ich. Und Gaxi, die ist ja auch. Aber Holly zieht auch immer Rudi oder mal Gaxi an. Weil sie nicht möchte, dass sie hier so aus dem Fenster gucken. Deswegen, sie hat heute schon Flipflop an Ohr gebissen, weil sie das nicht wollte. Eben gerade waren, saßen wir auf. Hier ist es voll gemütlich drin. Hier bin ich schon mal fast eingeschlafen drin. Ja? Flipflop, der ist so süß. Man muss richtig still sitzen, wenn man zu ihnen will. Also richtig still, dann kommt auch was. Aber oder Holly kommt. Also. Aufstehen. Aufstehen. Weil Holly wird manchmal richtig zickig. Wegen den anderen Fernsehen. Ich weiß nicht warum. Und Flipflop hat schon mal Getränke angeschnuppert da hinten. Ja. Und Marie horcht. Unser Hund. Und Flipflop zeigt uns jetzt erstmal den Hintern. Ja, schöner Hintern. Ja, und jetzt schöner Körper, schöner Schwanz. Es wirkt zwar kein Backscan, es wird eine Rappe. Und Rudi denkt sich gerade, warum geht ihr nicht so näher? Die macht aber sonst immer Videos mit mir. Ja, da hast du recht. Aber heute machen wir mal ein Video mit den beiden. Guck, jetzt schiebt Flipflop schon wieder weg. So süß. Komm her. Ach, das ist voll süß. Ich bin doch auf dem Boden. Was ist denn hier? Nein. Hat voll flauschiges Fell. Ja, das kitzelt. Ah, das kitzelt deine Haare. Er hat auch gleich nachher gebohrt, geäppelt und gepippi gemacht. So schnell können Fohlen lernen. Ihr könnt mal Kommentare, könnt ihr doch mal schreiben, ob ihr für Afasunata seid, wenn ich groß bin, ob ich das mit ihm machen soll,
oder Rennen reiten oder Springen reiten. Aber er ist so schnell, also bin ich für Rennen reiten, weil er flitzt immer so richtig ab. Tschüss!